Herzlich willkommen in meiner Firma Schlosserei Oldorf. Ich habe hier ein dänisches Schloss, Ruko. Und ich habe hier den Zylinder dazu bekommen. Okay, damit kann ich nichts mehr anfangen. Das ist also komplett geschrotet. Ich weiß gar nicht warum. Und hier ist es so, das ist komplett alles verbogen. Das kriege ich aber eigentlich noch wieder hin. Gut. Die Frage eigentlich ist die, wie man hier sowas rein und raus bekommt. Hier ist eigentlich eine Schraube drin, die man bewegen kann und dadurch öffnet sich das Ganze und schließt wieder. Ich mache das Ganze mal eben einmal auf. Mal eben sehen, dass mir gleich nichts durch die Gegend fliegt. So, mal gucken. So. So sieht das Ganze hier aus. Ja, und hier ist eigentlich eine Schraube drin, die das Ganze da bewegt. Gut, so, ich erkläre das gleich mal eben. Muss man eben rauf, oben ist ein Kunde und ja, hier ist die Feder gebrochen. Noch dazu. Okay, wir gucken uns das gleich nochmal eben an und dann erzähle ich nochmal eben was darüber. Das hier. Der Wechsel hier eigentlich drüber. Gut, den nehmen wir jetzt mal hier raus. Und dieses Teil ist dafür zuständig, dass diese Platte hier verschoben wird. Und da ist normalerweise eine kleine Schraube drin, die man dann dreht. Na, jetzt geht er wieder. Und das erkläre ich aber gleich mal, wie das mit dem Zylinder funktioniert. Das ist, ich glaube, den nehmen wir mal eben raus da. Das bleibt dann mal eben hinter. Das ist hier die Feder. Dies hier ist die Zuhaltung der Riegel. So, und das ist hier das Teil, was praktisch verdreht wird. Der Zylinder, der steckt hier so drin und fällt natürlich jetzt immer wieder raus. Und wenn man jetzt hier mit der Schraube dreht, dann verschiebt er sich so und sitzt dann fest. Und dann geht er auch nicht raus. Erst wieder, wenn man hier mit der Schraube dreht, dann geht das in die andere Richtung und dann geht er wieder raus. Gucken. So, jetzt ist er fest. Und jetzt schiebe ich ihn hier zurück. Und dann geht er wieder raus. Jetzt verdreht. Ja. Das kann man auch komplett rausnehmen. Ich glaube, jetzt klemmt er hier, das nämlich hier die Einkerbung dazu. Also haben die da eine Sperre reingebaut? Nee. Das kann man also praktisch auch entfernen. Wenn man das also jetzt hier weiter dreht, dann sind hier die Öffnungen, dann kann man auch den Ring rausnehmen. Der muss ja auch irgendwie reingekommen sein. Und genauso ist das mit diesem Teil auch. Das steckt hier auch drin. Das muss ich mal eben gucken. Weil hier ist nämlich das
Gegenstück. Okay, das trennt hier alles, das hat da drauf gesessen noch. Hier ist das Gegenstück. Und hier kann man das also gut sehen, hier geht die Platte also raus. Kann man sie wieder reinmachen. Das ist die Position, wo der Aluminiumzylinder durchsteckt. Und jetzt ist das Ganze wieder gesichert. Gut. Hier haben wir noch eine kaputte Feder. Da müssen wir auch nochmal nachgucken. Aber wichtig ist eigentlich, dass ich dieses Teil hier wieder hinkriege. Oder ich bekomme das neu, muss ich gleich mal eben gucken. Und hier müssen wir einfach nur eine Schraube reinmachen. Jetzt muss ich mal eben gucken, ob da unsere Gewinde reingeht. Aber eigentlich ja. Ja, mach ich da rein, dann kann ich das auch mal eben zeigen. Muss natürlich dementsprechend lang gemacht werden, die Schraube, also gekürzt werden. So, wenn ich jetzt hier dann drehe, dann sieht man da, wie sich dieses hier da bewegt. Jetzt der Zylinder eingeklemmt. Jetzt drehe ich wieder die Tour. Na, man muss die nachschieben. Dann ist das wieder frei. Gut. Das würde jetzt heißen, ich mache mir jetzt mal eben schnell auf die Suche und gucke mal nach, ob ich den Rundzylinder finde hierfür, dass das wieder fertig machen kann und hier eben halt auch die Feder. Was machen wir denn später alles sauber? Was das zum Schließen? War nicht ziemlich simpel aufgebaut. Das passt auch wieder. Hier war eine kleine Kappe drauf. Ohne hier halt mal hin. Gucken, sollen wir was sehen? Doch, die war da drauf. Jetzt müssen wir mal hier gucken. Und schon ist sie wieder. Aus dem Auge, aus dem Sinn. Ja, das war hier drin. Genau. Muss ich erstmal wieder gucken. Und so ist das Ganze praktisch aufgebaut. Also wir brauchen jetzt hier eine neue Feder, die da reinkommt. Das Ganze sauber machen. Den Deckel mache ich mal wieder raus. Die Schraube lasse ich da jetzt mal eben so drin. Ich mal eben schnell gucken. Ich einen dementsprechenden Zylinder bekomme. Gut, so, da kümmere ich mich jetzt erstmal drum und dann gibt es das nächste Video, wo ich das komplett fertig mache. Gibt es ein zweites Video drüber. Alles weitere steht unten in der Videobeschreibung. Einfach mal runtergehen. Dann mache ich dir nachher auch die Verlinkung zum zweiten Video.